Hallo, Abonnenten, Zuschauer, Freunde der Eisenbahn. Was gibt's Neues? Neues gibt's natürlich auf dem BW-Gelände, das ja zurzeit im Bau ist. Heute gibt's auch eine neue Lok zu sehen, die Pico 52910, eine Ludmilla, Baureihe 132, mit ESU Lok Sound 5 nachgerüstet. Dann schnappe ich mir mal die Kamera und wir gucken mal, was es so Neues im BW-Gelände gibt. Zum Video haben sich gleich mal alle Ludmillas, die im Fuhrpark vertreten sind, angesammelt. Den neuen Hintergrund, da der ja nicht mehr so giftig grün ist, finde ich, der passt eigentlich ziemlich gut jetzt zum Rest der Anlage. Ach guck, hier fährt sogar was. Die Schmalspurbahn ist unterwegs. Und da hinten steht ja auch ein Bus. Ja. Gleich mal starten. Ach, komme ich nicht ran. Moment. Starten. So. Fährt auch das Car-System mit. Tja, und hier steht dann auch die neue Pico Ludmilla bereit. Ich finde die optisch echt schick. Mit dem schmalen Streifen und in dem Rot. Macht sich äußerst gut. Durch die leicht abgedunkelten Farben kommt sie dann auch langsam in Richtung Spiele Max Ludmillas, wie die hier. Oder diese schöne dort. So. Also, neuer Hintergrund. Hier vorne am Bahnhof wurde schon mal ein bisschen Schotter verteilt, bevor das Grüne kommt. Hallo Bus. Tja, und so sieht die ganze Sache jetzt aus. Die Ludmilla fährt dann natürlich mit einem Güterzug über die Anlage. So, lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß beim neuen Video.